Licht, Farben und ein Zusammenleben in Hausgemeinschaften. Das zeichnet das Caritas Seniorenheim Bruder Balthasar Werner in Dietfurt aus. Sogar preisgekrönt ist es. Die Zeitschrift Focus hat es zum Top-Pflegeheim ernannt. Das kommt nicht von ungefähr, denn an die Pflege werden hier hohe Maßstäbe gesetzt. Was mir wichtig ist bei der Pflege und Betreuung der Bewohner, ist, man versucht sich immer vorzustellen, wie würde ich gerne gepflegt und betreut werden oder wie wünsche ich es mir für meine Eltern. Und das, wenn man sie einfach ein bisschen im Hinterkopf behält, geht man ganz anders an den Menschen schon ran. Im Dietfurter Seniorenheim tragen verschiedene Schwerpunkte zum Gesamtkonzept bei. Zum einen die Hausgemeinschaftskonzeption. Die rund 50 Bewohner leben in Gemeinschaften auf jeweils einer Etage. In einem Wohnbereich kommen sie tagsüber zusammen. Neben den Pflegekräften kümmern sich dort sogenannte Präsenzkräfte um sie. Es ist also immer jemand da. Das erleichtert auch die Arbeit der Pflegerinnen. Da haben wir von der Pflege auch ein sicheres Gefühl, dass immer jemand bei den Bewohnern ist. Es ist sehr ruhiges Arbeiten. Ja, ist einfach schön. Wichtig ist aber auch die Licht- und Farbkonzeption. Die verschiedenen Etagen sind mit jeweils einer Farbe gekennzeichnet und nach Blumen benannt. Das erleichtert die Orientierung. Dazu gehört auch ein ausgeklügeltes Lichtkonzept. Überall ist es hell, auch auf den Gängen. Das beugt praktisch depressiven Verstimmungen, gerade in den Wintermonaten, wenn wir es ja jetzt haben vor, und regt auch die Bewohnerinnen und Bewohner an, lebendiger zu werden. Und wir haben auch bemerkt, dass die Bewohner wesentlich zufriedener sind, wesentlich ruhiger werden und wir dadurch auch weniger Beruhigungs- und Schlafmittel brauchen, durch das, dass einfach der Bewohner tagsüber angeregt ist durch das Licht und dadurch auch abends müde ist, weil er den Tag einfach lebendiger erlebt hat. Neben der Helligkeit arbeitet das Seniorenheim mit Lichtfarben. Weil viele Bewohner kaum nach draußen gehen, simulieren die das natürliche Licht der Sonne. Morgens ist ein hoher Blauanteil im Licht, mittags leuchten die Lampen goldgelb, abends mischt sich mehr Rot hinein. Das hilft besonders Dementen, sich besser im Tagesablauf zurechtzufinden. Denn mittlerweile sind rund 60% der Bewohner demenziell erkrankt. Im Allgemeinen hat sich das Klientel in den vergangenen 20 Jahren stark verändert. Wir haben früher überwiegend rüstige Damen und Herren gehabt, die einfach alt waren und sich in einem Seniorenheim wohler gefühlt haben, aber wirklich nur sehr selbstständig leben haben können, weil eigentlich nur das Zimmer zu reinigen war, das Essen serviert worden ist. Und jetzt haben wir überwiegend Bewohnerinnen und Bewohner, die in der Pflegestufe einklassifiziert sind. Die alten Menschen kommen immer später in die Einrichtungen, bleiben dadurch auch kürzer und kommen auch in immer schwereren Krankheitssituationen in die Einrichtung. Wir versuchen einfach in Unterstützung mit dem Caritasverband dem Ganzen gerecht zu werden. Palliative Arbeit wird immer mehr zum Thema, auch Hospiz. Die Bewohner im Caritas Seniorenheim profitieren von der freundlichen Atmosphäre und der ruhigen Umgebung. Für viele ist das Rundumpaket ausschlaggebend dafür, dass sie sich für dieses Seniorenheim entschieden haben. Die ganze Atmosphäre ist gut, die Schwestern sind alle sehr nett. Den großen Teil von den Schwestern kenne ich auch schon von draußen noch, vom Verein und alles. Die Verpflegung ist sehr gut, abwechslungsreich und es gibt, also von Männersicht, das gibt es nicht zu beanstanden. In Zukunft soll das Angebot erweitert werden, durch Wohnen mit Service, in dem eigenständiges Wohnen mit einzelnen Hilfeleistungen angeboten wird. Der Anbau auf der alten Parkanlage ist bereits in Planung.